Liebe Zuschauer, er hat ein bisschen Zeit für uns. Eine Legende hier aus Hamburg, Peter Tamm. Sie sind der Initiator dieses Maritimen Museums. Wie ist es entstanden? Ja, es ist dadurch entstanden, dass meine Mutter mir, als ich 5 Jahre alt war, das war 1933, ein kleines Schiffsmodell schenkte, einen Klüdenever, würden wir heute sagen. Wie sieht das aus? Zufälligerweise habe ich es in der Tasche. Nee. Wie teuer war sowas damals? 50 Pfennig und das Ganze im Kinderparadies in der Eppendorfer Landstraße. Sie haben hier eine Unmenge von Exponaten, weit über 40.000. Wie kommt man dazu? Wie sammelt man die? Reist man da viel um die Welt? Das ist mäßig einfach. Man muss früh anfangen. Das war mein Verhängnis hier. Denn dieses hat mich dazu gebracht, weiter zu sammeln. Und wenn Sie dann also 60, 70 Jahre Zeit haben, dann übermannt Sie das. Und dann kommen Sie in diese Schwierigkeiten, die wir heute haben, nämlich ein Riesenhaus zu haben. Wenn Sie mit 70 anfangen, kann es nicht allzu schlimm werden. Jetzt sind Sie auch, das wissen viele unserer Zuschauer, als Top-Journalist auch bekannt. Wie konnte man das vereinbaren? Wie haben Sie das vereinbart? Ihr Hobby, was ja damals Hobby war, und Ihren Beruf? Ja, ich war Schifffahrtsredakteur. Das ist ja überhaupt der Idealberuf für einen Sammler. Da kommen Sie ja zwangsläufig mit all denen zusammen, die ja selber mit der Schifffahrt zu tun haben. Also dieses hier war der Anfang. Und dann habe ich das unglaubliche Glück gehabt, beim Hamburger Abendblatt 1948 als Schifffahrtsredakteur anzufangen. Das heißt, ich konnte geradezu baden in all dem, was mir Spaß machte, was ich toll fand, von dem ich auch wollte, dass es an nächste Generation weitergeht, erhalten bleibt. Das hat mich ungeheuer umgetrieben und hat dann zu dem Wahnsinn geführt, den Sie hier heute sehen in der Form. Nun haben Sie auch einen guten Besucherstrom hier. Und es finanziert sich teilweise über Spenden. Aber Sie suchen noch, ja, kann man sagen, Sponsoren? Wir suchen Sponsoren, wir suchen Spender, wir suchen Freunde, vor allen Dingen aber auch Besucher. Nicht? Denn letzten Endes sind wir ein privates Unternehmen und in der Satzung unseres Hauses steht, der Wahrheit verpflichtet, frei von allen politischen Einflüssen. Wir möchten gerne die Schifffahrtsgeschichte so wahr wie möglich, damit kommende Generationen aus ihr lernen können. Herr Tamm, ein wunderschönes Abschlusswort. Wir werden jetzt nochmal die Webseite von Ihnen einblenden. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit haben. Wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg vor allen Dingen Gesundheit. Vielen Dank und Sie können uns helfen, indem Sie ordentlich dafür sorgen, dass wir überall bekannt werden. Machen wir sehr gerne. Und